uns froh und munter sein. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum. Lass uns froh und munter sein. Ah, ich kenne den Text nicht. Traurig. Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Fertig. Ganz schön lang. Ich hätte nicht gedacht, dass die so lang ist. Hallo Freunde. Heute ist der erste Advent. Eigentlich bin ich nicht so für Weihnachten zu begeistern. Also für meine Kinder schon. Ich finde es toll, wenn die das toll finden. Und deswegen wird dieses Jahr geschmückt. Hier kommt eine richtig coole Lichterkette hin. Ja, und heute gibt es ja auch einiges zu gewinnen. Beziehungsweise, naja, am 24. ist die Auslosung. Aber heute zeige ich euch schon mal ein paar Dinge, die ihr gewinnen könnt. Unter anderem diese tolle Lichterkette. Ich habe sie noch nicht ausprobiert, ich habe sie gerade frisch hingehangen. Wir schalten die jetzt mal ein und dann gucken wir mal, was die so kann. Das Kabel ist schon mal richtig lang, ich denke mal locker 4 Meter. Ja, okay, leuchtet schon mal. Hier kann man irgendwas einstellen, keine Ahnung was. Naja, schauen wir mal. Oh, es leuchtet schon. Sieht wirklich gut aus. Also ich finde das ja jetzt hier gar nicht mal so schlecht. Und das sage ich nicht, nur weil ich es gesponsert gekriegt habe. Nee, sieht wirklich gut aus. Ich glaube, wir müssen mal noch den Strahler da hinten ausmachen und dann gibt es ja mehrere Funktionen. Die interessieren mich jetzt. Für Lichtersachen kann ich mich ja grundsätzlich begeistern. Alles rustikal, aus tiefsten DDR-Zeiten. Hier, mein Taster. Oh, schaut euch das mal an, wie schön. Endlich habe ich Licht im Hof. Es war ja bisher immer alles dunkel, wenn man mich besucht. Bis auf der Strahler da vorne natürlich. Aber den mache ich natürlich nicht immer an. Der ist nämlich viel zu hell. Oh, geil. Ich habe ja insgesamt 3 von diesen Lichterketten. Ja, hätte ich gewusst, dass sie so lang sind, hätte ich gesagt, 2 reichen. Okay, eine könnte ich jetzt am Kaninchengehege bei mir hinten hinbaumeln und die dritte möchte ich euch verschenken. Eine Fernbedienung ist dabei. Sind auf jeden Fall jede Menge Knöpfe drauf. Timer, okay, 6 Stunden, 8 Stunden, ja. Helligkeit, ja, und dann jede Menge Zahlen. Der erste Modus, den habe ich jetzt hier gefunden. Ich weiß nicht, wo ich drauf geklickt habe. Aber auf jeden Fall kann die Lichterkette verschiedene Effekte machen. Es gibt auch verschiedene Leuchtfarben. Das hier ist jetzt eher gelblich, orange. Das andere war ja richtig kalt weiß. Wer sich nicht entscheiden kann, der hat auch die Möglichkeit, einfach diesen Wechselmodus einzustellen. Oder dieser Modus, der gefällt mir bis jetzt am besten. Da wechselt das zwischen allen Farben. Dann gibt es noch so Blinkmoden oder Modis, glaube ich, sagt man. Ich habe jetzt alles durchprobiert und ich glaube, ich entscheide mich dafür. Das ist so ein ganz langsamer Wechsel von den verschiedenen Farben. Ja, wenn es so krass blinkt, gefällt mir das nicht, aber das sieht gut aus. Ich habe eine Lichterkette draußen dran gehangen, extra für euch. Mal gucken, Jonas. Schaut mal, von hier drinnen sieht das so aus. Ist da? Und, findest du es toll? Oh. Und, gefällt es dir auch? Ja, sehr schön. Kannst du noch hier am Haus dran machen. Ja, das hast du ja schon gesagt. Ja. Emmy gefällt es bestimmt auch, aber die ist in der Dusche. Die kann jetzt nicht gucken, ne? Ja. Ah, du willst die Kamera haben. Ja, das habe ich mir gedacht. Ah, ist das schön. In meiner neuen Location, hier mein YouTube-Zimmer. Ich bin noch nicht weitergekommen. Habe mir aber schon eine Greenscreen-Hintergrundstoffkonstruktion bestellt. Die ist auch schon eingetroffen, aber solange die noch nicht punktiert ist, müsst ihr euch mit dieser gelben Wand im Hintergrund zufrieden geben. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ich war mir nicht ganz sicher, aber tatsächlich kostet diese Lichterkette aktuell 51% weniger als üblicherweise. Und zwar, glaube ich, 22,50 Euro. 10 Meter lang. Ich habe mich vorhin verschätzt. Also 10 Meter lang und man kann bis zu, glaube ich, 3 Lichterketten aneinander knüppeln. Da ist so ein Stecker am Ende. Also man kann das bis auf 30 Meter Länge erweitern. Ja, also ich finde sie toll für eine Lichterkette. Meine Freundin findet sie auch toll. Das ist die Hauptsache. Meinen Kindern gefällt es auch. Ich habe mir hierzu auch die Bewertungen durchgelesen.
bei Amazon und da waren ein paar dabei, die haben geschrieben, ja, hält nicht lange, nach ein, zwei Jahren oder so fallen die Zapfen ab oder irgendwelche Rostschäden. Diesbezüglich habe ich die Firma kontaktiert und gefragt, ob das immer noch so ist und die meinten, nein, dieser Mangel wurde schon behoben. Also so die Aussage von den Leuten, die das vermarkten, ob es stimmt, weiß ich nicht. Aber für 22,50 Euro, tja, wenn es ein, zwei Jahre hält, okay. Wie ihr eins von diesen Teilen gewinnen könnt, verrate ich euch gleich, weil es gibt nämlich noch einen zweiten Preis in diesem Video. Aber ich habe mir überlegt, ich mache beim zweiten Advent und auch beim dritten Advent erneut ein Gewinnspiel. Also insgesamt könnt ihr 6 Preise absahnen. Wer meine Videos verfolgt mit den Packraft, weiß, dass ich mal so eine Uhr, so eine Smartwatch, ein richtig geiles Geschoss vorgestellt hatte. Die hat mich nämlich bei meiner Packraft-Tour begleitet und treue Dienste geleistet. Ich habe sie mittlerweile resettet. Die sieht noch aus wie neu, also ist neu, kann man sagen. Ich habe sie ja nur getestet. Ja, und ich habe mir überlegt, ich werde sie tatsächlich an euch, also an einen von euch, verlosen. Die gibt es auch zu gewinnen. Wer diese Uhr noch nicht genau kennt, schaut am besten mal das Video dazu an. Packraft Tour sind ja insgesamt 3 Teile, die ich da gemacht habe. Ja, diese Tick Watch kann wirklich sehr viel. Und zwar, ich würde sagen, mindestens genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr, wie meine Smartwatch, die ich halt habe. Und da ich keine 2 von diesen Smartwatches brauche, habe ich mir überlegt, was soll der Geiz? Ihr kriegt sie. Also einer von euch kann die auch gewinnen. Diese verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Wer es nicht abwarten kann, kann sich natürlich so eine kaufen. Und auch diese Lichterkette könnt ihr euch kaufen. Denn es gibt beides nur einmal zu gewinnen. Und ich gehe davon aus, es werden mehrere mitspielen. Ich habe übrigens nicht die Tasse vergessen von der Firma Obi. Die gibt es dann auch am 24.12. zu gewinnen, weil da ist nämlich die Bescherung. Um an diesem Gewinnspiel mitmachen zu können, gibt es schon mal 2 Grundvoraussetzungen. Die erste ist, ihr solltet schon Abonnent meines Kanals sein, weil das ist so ein Abonnentengewinnspiel. Geben und nehmen, wisst ihr ja, ich möchte euch einfach was zurückgeben, wenn ihr meinen Kanal abonniert habt. Das Abonnieren ist übrigens kostenlos, falls du es noch nicht wusstest. Einfach da unten auf dieses Abo-Zeichen draufklicken und dann kannst du kein Video mehr verpassen, weil du dann immer Bescheid kriegst, wann ist ein neues Video hochgeladen, weil wir kommen ja fast alle 2-3 Tage Videos. Dank dieser Produktvorstellung ist das auch möglich, ansonsten hätte ich gar nicht die Zeit. Ja, wenn euch mal ein Thema nicht so interessiert, einfach ignorieren. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr regelmäßig dabei seid, meine Videos schaut. Ja, geben und nehmen halt. Die zweite Voraussetzung ist, es gibt ja immer so ein paar wenige Nörgler, die sich da aufregen, wenn ich dann halt in meinen Videos auch Produkte integriere oder vorstelle. Ja, ich mache das erstens gern, aber ich möchte halt diese Nörgler nicht belohnen. Ja, also ihr dürft nicht mitspielen. So, da habt ihr es nun. Ja? Also nur die Leute, die halt nicht rumgenörgelt haben, dürfen mitspielen. Ich kann das natürlich an den Kommentaren einigermaßen nachvollziehen, wer nörgelt und wer nicht. Von daher selbst dran schuld. Was müsst ihr tun, damit nicht tausende Leute mitspielen, habe ich mir überlegt. Du schreibst mir eine E-Mail und schreibst einfach rein, welchen Preis du gerne gewinnen möchtest. In dieser E-Mail sollte allerdings auch stehen, wie du bei YouTube heißt, damit ich kontrollieren kann, ob du wirklich ein Abonnent meines Kanales bist. Wenn ich die Zeit habe, werde ich auch darauf antworten. Ansonsten freue ich mich, das durchzulesen. Etwas ganz Wichtiges. Ihr könnt nur einen einzigen Preis gewinnen. Und ihr müsst euch auch für einen Preis entscheiden. Ja? Also, ich mache ein Beispiel. Es gibt ja jetzt schon 2 Sachen hier. Lichterkette und Uhr. Wenn ihr die Uhr gewinnen wollt, müsst ihr die E-Mail reinschreiben. Smartwatch, ja? Damit ich weiß, also ihr möchtet halt die Smartwatch gewinnen. Wenn ihr lieber die Lichterkette gewinnen wollt, schreibt rein, Lichterkette. Am 2. und am 3. Advent, da gibt es ja wieder was zu gewinnen. Falls euch diese Preise eher zusagen, dann habt ihr die Möglichkeit, mir erneut eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, ah, ich habe es mir anders überlegt, ich möchte lieber diesen Preis haben und nicht mehr die Lichterkette. Okay? Also ihr könnt eure Entscheidung nochmal korrigieren. Aber spätestens einen Tag nach dem 3. Advent ist Annahmeschluss eurer E-Mails. Also wer sich danach noch meldet, hat Pech gehabt, weil ich muss ja auch noch die Verlosung vorbereiten für den 24. Dezember, damit ihr am 24. Dezember auch die Bescherung genießen könnt. Ja, also schreibt nochmal alles da unten in die Videobeschreibung rein. Ihr müsst euch auf jeden Fall für einen Preis entscheiden. Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass mehr Menschen diese 240 Euro, glaube ich, Smartwatch haben wollen, anstelle einer 22,50 Euro Lichterkette. Das bedeutet allerdings, dass die Gewinnchance bei dieser Uhr natürlich deutlich geringer ist als bei dieser Lichterkette. Stellt euch vor, alle wollen sie diese Uhr und einer entscheidet sich, weil er halt etwas bescheidener ist für diese Lichterkette oder weil er halt vielleicht auch schon so eine Uhr hat,
Will er die Lichterkette, dann ist die Gewinnchance 100%. Und hier, je nachdem, wie viele da mitspielen. Tja, wenn jetzt nicht so viele mitspielen, vielleicht bis 2-3 Leute, kann es sein, dass die Gewinnchance auch hier ziemlich groß ist. Noch etwas Formelles, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Was bedeutet das? Also ihr könnt nicht irgendwie sagen, ich möchte nicht die Uhr, sondern ich möchte das Geld haben im Wert von der Uhr. Es gibt auch keine Garantie. Also wenn ich euch das schicke, ihr macht es kaputt und ihr wollt dann einen Ersatz haben, das funktioniert auch nicht. Ihr müsst euch dann damit zufrieden geben. Versandkosten übernehme ich. Ihr müsst auch 18 Jahre alt sein. Wenn ihr es nicht seid, fragt eure Eltern um Erlaubnis. Falls ihr gewinnen solltet, brauche ich spätestens nach der Auslosung, wenn ich das dann bekannt gebe, wer gewonnen hat, eure Adresse. Sollte sich der Gewinner binnen 2 Wochen nicht bei mir melden, also nicht reagieren, dann verfällt der Gewinn. Ich bin mal gespannt, ob ich das Video heute noch online kriege. Es ist nämlich tatsächlich heute der erste Advent und es ist schon 18.47 Uhr. Ich muss mich jetzt sputen, Video bearbeiten. Danke fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Jörg.